Das hat man gemacht, wenn du so zum Beispiel dann so Hindernissen später vorbeifährst. Wenn da mal so ein Auto steht mitten auf der Straße oder ein Fahrradfahrer, da musst du ja nicht so richtig krass einrasten den Blinker, sondern tickst den einfach nur und dann ziehst du so locker vorbei. Schalten willst du einmal probieren? Erster Gang, zweiter Gang, so kannst du ganz normal. Genau. Das ist gut. Erste. Genau. Zweite. Dritte. Vierte. Cool. Sauber. Genau. Du hast auch da so eine Anzeige in der Mitte, wenn du dir irgendwann mal nicht sicher bist. Also wenn du so zum Beispiel den ersten machst, sagst du dann eins. Welche Anzeige? Da. Ach da, ja. Hast du eine 2 jetzt oder erste Gang oder so. Von Gas weggehen. Wenn du jetzt gar nichts mehr machst, dann rollt das Auto immer mit der Standdrehzahl. Mit knapp 1000 Umdrehungen. Siehst du das? Ja. Wenn du jetzt das Auto bremsen würdest, ohne die Kupplung, dann würde er abwürgen. Okay. Und dadurch, dass du jetzt die Kupplung drückst, drück mal durch, trennst du Motor und Getriebe und jetzt kann man auch ganz locker stehen bleiben. Ja. Korrekt. Genau, jetzt machst du das schon gut, deine Geschwindigkeit. Und wenn du zwischendurch mal drauf achtest und du merkst so, ups, ein bisschen zu hoch, ist halt Gas kurz wieder weg und passt das immer wieder so ein bisschen an. Wobei man dann in der Prüfung nachher sagen kann, also hier ist ja 70, aber 60 ist genauso falsch wie 80. Echt? Ja. Also es ist halt nicht gut, wenn du sagst, ja gut, aber weiß ich nicht, dann fahre ich mal 60. Ja. Das zählt dann nicht als besonders gut und vorsichtig, sondern dann weiß der Prüfer, du bist dir nicht sicher. Ja, gut, weil das dann eine Behinderung im Straßenverkehr ist. Genau, die hinter dir werden dann sofort nervös und denken, boah, warum fährt das 60? Ja. Und dann machen die schon direkt so einen Fisch hier. Und genau. Aber das Gleiche ist halt, wenn du dann zwischendurch mal auf 80 kommst. Ist halt so, guckst du dir an, nimmst Gas kurz zurück und passt das auch wieder. Wenn du so hinter dir bist. Ja. Sehr gut. Wir fahren erstmal hier geradeaus weiter. Genau, du machst das auch richtig jetzt zum Beispiel, wo die Kurve kommt. Nimmst du Gas ein bisschen zurück, um das so. Ja, weil man halt nicht weiß, was hinter der Kurve ist. Im Endeffekt, Fahrschul-Style, könnte da einer liegen geblieben sein und so. Und natürlich. Dann, ja, das ist so. Aber man sieht ja wirklich nicht das Ende der Kurve und dann ist es schon ganz okay. Ja. Genug. Ein bisschen Gas zurück. Genau. Und zwei Autos hinter uns. Das ist. So, damit sich da nicht so eine ganze Kolonne gebildet hat. Nein. Da achten wir drauf, dass das passt. Alles, was mit 50 wieder zu tun hat, Kupplung durch und dritte Gang. Zack, gerade nach oben, Kupplung wieder los, fertig. Und Fuß wieder weg, genau. Das ist der einzige Nachteil, wenn man sich Autofahren so halbwegs selber beigebracht hat. Ja. Dass man dann so immer mit einem Fuß an der Kupplung so rumdrückt. Ja. Weil man denkt so, ah, da kann nichts passieren, dann bleibt ja, ich richtig, dann kann man direkt da schnell drauf. Genau, das denkt man so. Ja, ja. Ja. Guck mal, jetzt mal wieder 70, jetzt kannst du wieder ein bisschen drücken. Genau. Und wann du den Punkt nimmst, wann du schaltest, kannst du dir aussuchen. Du kannst das sofort bei 50 machen. Okay. Ich bin nicht so ein Freund davon, weil ich denke, es eher ein bisschen positiv, wenn du ein bisschen beschleunigst, dann hast du diesen Moment Zeit, wenn du jetzt rollen lässt, die Kupplung drückst und rollst ja schon mit 70. Also ich bin eher so ein Freund davon, dass du so bei 70, 65 anfängst zu schalten. Jetzt kannst du ruhig in Ruhe, genau. Zack, zack. Fertig. Genau. Ja, aber guck mal, dass du dir das jetzt zum Beispiel schon mit dem Fuß merkst und solche Sachen. Ja. Das kannst du dir nicht unter Stress merken. Also wenn ich jetzt die ganze Zeit so... Ja, das ist für dich immer richtig schlimm. Guck mal, sind die 70 sogar aufgehoben? Wenn wir Bock hätten, dürften wir jetzt 100 fahren. Weiß ich nicht, ob das so rational... Falle weg in die Kurve auf und so. Aber wichtig ist, dass du weißt, wenn du Lust hast, kannst du drauf. Aber wenn du sagst, oh, nee, ich bleib mal so bei 70, vielleicht so 80, weil 80 bist du ja auch gerade schon ein, zwei Mal gefahren. Ja, ja. Mach das immer so, dass du ein gutes Bauchgefühl dabei hast. Denn du musst dir auch vorstellen, in der Prüfung nachher beobachtet der Prüfer klar auch, wie du fährst, aber auch, wie du selber beim Fahren reagierst. Ja. Und wenn jetzt hier 100 ist, musst du nicht um jeden Krampf versuchen, 100 zu fahren. Ja, das wollte ich jetzt gerade fragen. Das ist jetzt nicht irgendwie Pflicht. Nein, es ist wichtig, dass du das Fahrzeug im Griff hast. Das ist Pflicht. Okay. Und wenn du, also ich sag mal, angenommen, es fängt in Strömen an zu regnen, ja, dann kannst du hier gar keine 100 fahren, weil es einfach zu krass ist und das alles gefährlich und du kannst da nicht reagieren und bremsfähig und so weiter. Und dann ist es okay, wenn du 80, 70, 60 fährst, je nachdem, wie krass der Regen ist. Und das Gleiche zählt halt in der Prüfung auch so. Also wenn die Straße zum Beispiel so wie jetzt ist, Sonne scheint, es geht geradeaus, alles ist frei und du fährst hier mit 60, dann sagt der Prüfer, ich bin mir nicht sicher, ob sie klemmt der Fuß oder so. Also ja, kann sein, dass er dann so einen Wink mit dem Zaunfall manchmal raushaut, damit du merkst, ach so, ups, ach ja, hier war ja mal das. Genau, aber manche merken dann auch immer noch nichts und dann sagt der Prüfer halt, okay, tut mir leid, dann halt nicht. Ne?
Genau, Kupplung durch. Zack. Ich vermute mal, die 50 werden wegen der Baustelle hier sein, oder was? Was ist denn das für eine Baustelle? Ja. Weißt du ja nur so eine Baustelle, wegen so einem Privater. Ja, keine Ahnung. Manchmal machen die das. Ist ja halt kein Bock auf 50 und ballert vorbei. Das hat auch Mario ja schon jetzt gesehen. Ja, das ist jetzt international, was da vorne steht. Also du hast ja jetzt hier die 50 gehabt, ne? Ja. Meistens sind die Typen, die die Schilder aufstellen, denen ist das egal, die stellen einfach ein Schild auf. Weil jetzt ist hier 70 und 20 Meter später kommt schon wieder ein Kreisverkehr. Ja. Das macht wenig Sinn. Ja, stimmt. Kupplung durch, genau. Bremst erst ein bisschen, damit das nicht so heftig ist, dieser Schubs. Genau, das ist gut. Und jetzt kannst du langsam alle Füße lösen. Okay. Und dann guckst du halt weit nach links. Das Auto, wie gesagt, rollt von ganz allein. Du brauchst ja gar nichts machen. Der rollt hier so locker durch. Und wir fahren geradeaus wieder raus. DPD. Genau, wenn du Zeit hast, blink. Und dann drückst du langsam locker wieder drauf. Genau. Du rufst Gas. Ja, ja. So, Ortseingangsschild. Ja, 50. Genau. Wenn es dir passt, man hört ja schon. Kupplung durch, Gas weg. Gut. Guck mal, die Leute, die hier wohnen, haben so Blitzkastenattrappen gebaut. Jo, stimmt. Ja, weil die, also wenn du die ganze Zeit 100 geballert bist und du kommst dann hier auf diese Straße, ja. Dann ziehen die meisten hier immer noch so mit 70 oder 80 durch und die Leute, die dann hier wohnen, die sagen, dann geht doch nie. Ganz schön finde ich das im Ort. Im Ort? Ach so, ja, ja, in Altstädte. Ja. Ja, genau, direkt gegenüber quasi von der Lagenstraße. Ja. Da ist auch eine 30er-Zone und da wohnen halt total viele Leute mit Kindern. Die stellen da alle Warndreiecke oder drei Räder oder so auf. Ja, irgendwie sowas, als wären hier jetzt gerade Kinder, dass man direkt auf Schrittgeschwindigkeit am besten abbremst. Ich bin denke, ja, was ist immer noch 30? Kurz Gas weg und einfach durchrollen. Und dann direkt wieder ein bisschen Gas. Was du hier richtig gut gemacht hast, ist, du hast nicht auf die Autos geguckt. Ja. Das ist ganz wichtig am Anfang, weil, also auch jetzt zum Beispiel, konzentriere dich nur auf deine Straße, dann bist du voll in der Lage, deine Spur auch einzuhalten. Ja. Wenn du auf die anderen Autos guckst, ist das so, man guckt da drauf und so ein psychologischer Effekt ist, aus irgendeinem Grund, weil man da drauf guckt, weicht man so ein bisschen aus. Ja, weil man das Gefühl hat, dass die Autos einem entgegenkommen, so auf deine irgendwie sowas. Wichtig ist dabei, dass du von Anfang an, und das machst du schon die ganze Zeit ziemlich gut, nur auf deine Straße guckst, dann bist du eher in der Lage, da hinten zu erkennen, guck, da steht zum Beispiel einer auf deiner Straße. Ja. Ein bisschen links bleiben. So, hinter dir ist auch alles cool, ne? Also, dass du einfach weißt, dass dich keiner überholt, während du jetzt hier langsam links rüber ziehst. So ein bisschen Platz machen für ihn. Genau. In der Prüfung jetzt zum Beispiel wäre es wichtig gewesen, dass du, bevor du vorbeiziehst, den Innenspiegel, Außenspiegel und Schulterblick machst. Okay. Einfach um abzusichern, dass dich kein Motorrad oder sowas überholt. Ja. Kupplung durch. Okay. Und langsam einfach nur runterbremsen bis null. Genau. Zack. Und wieder erste Gang. Kann ich jetzt also... Nee, erstmal erste Gang. Nee, mach nochmal erste Gang. Da ist er. Die Bremse kannst du loslassen, ja. Aber nicht die Kupplung. Ja. Weil du hast ja den ersten Gang eingelegt und die beiden sind jetzt so auf Standby und wenn du loslässt, fahren wir los. Okay, ja. Später, wenn du einen Führerschein in der Tasche hast, würde ich jetzt den Gang rausnehmen und die Kupplung loslassen. Okay. Machen wir aber nicht, damit du immer aufmerksam bleibst, weil das ist ja nervig, immer die Kupplung zu drücken. Ja. Und dadurch bleibt man aufmerksam und guckt auf die Ampel und beobachtet das alles. Ja. Wenn man schon auf den Moment wartet, wo man wieder los kann. Jetzt ganz in Ruhe Kupplung drücken, rollen lassen. Zweite. Gut. Und das gleich kannst du jetzt ein paar Meter später wieder ein bisschen drücken. Direkt wieder Kupplung drücken. Gas weg. Genau. Und Kupplung wieder lösen. Ja, und deswegen bringe ich das den Fahrschülern von Anfang an nicht bei, den Gang rauszunehmen und die Füße wegzunehmen. Ja. Einfach nur, damit du nachher in der Prüfung nicht in diesen Luxusmoment kommst, wo du den Gang rausnimmst und so ein bisschen durch die Gegend guckst und sagst, ach, den kenne ich doch. Krass, was macht der denn? Und dann, das hört, glaube ich, nicht so gut kommt. Nein, oder was passiert? Du bist halt abgelenkt, weil du denkst so, okay, kann ich mal ganz kurz relaxen. Aber das soll nicht passieren. Deswegen bleibt der erste Gang drin und deine Aufmerksamkeit so auf der Ampel und dann zack, geht's einfach direkt weiter. Ja, aber wichtig ist mir auch, dass du weißt, wenn du den Führerschein in der Tasche hast, nimm den Gang raus und chill. Auch jetzt nicht vorher schalten, weil manche Ampeln springen jetzt sofort wieder um. Ja. Roll ruhig bis zur Linie.
Und dann wieder erste Karte. Nee, wir gehen nochmal zurück. Und jetzt erst nach links, dann nach oben. Genau. Du kannst diesen Weg nicht so abschrägen. Ja. Du musst direkt so zack, 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 damit du in den... Also erste Seite am Morgen. Genau. Okay. Ja, schön locker. Direkt wieder Kupplung durch, Gas weg. Genau. Wenn es passt, direkt wieder Kupplung durch, wieder rollen lassen, obwohl man noch gar nichts sieht. Genau, und nach oben, fertig. Und innerhalb geschlossener Ortschaft steht auch kein 50-Schild. Ja. Ich habe früher immer so Schilderparanoia gehabt. Ich habe immer gedacht, ich habe das Schild nicht gesehen. Aber es gibt gar keins. Die sagen einfach, du bist in der Stadt, da musst du wissen, dass 50 ist. Fertig. Okay. Ja, okay, ne, Kupplung, Füße, kannst du alle loslassen. Immer alle weg, genau. Auch zur Seite ruhig den Kupplungsfuß, denn damit fängt das jetzt an, dieses, weißt du, dieses unsichere. Und eigentlich brauchst du für diesen Schwung, den wir jetzt hier so nutzen, immer nur ein bisschen Gas, ein bisschen Bremse. Das kannst du so variieren. Ruhig ein bisschen mehr drauf drücken. Genau. So, beobachte die Ampel gut, dadurch, dass die schon länger grün ist. Ist halt die Wahrscheinlichkeit groß, dass die umspringt. Wenn die jetzt gelb wird, fahr weiter, ja. Jetzt will ich wahrscheinlich auf der Kreuzung stehen. Ja, und der hinter dir, der macht auch ziemlich große Augen, weil der damit nicht rechnet. Ne? Auch hier einfach nur beobachten. Sieht ja ganz gut aus. Ist übrigens eine einspurige Straße. Also du kannst hier schön in der Mitte fahren. Manche versuchen hier immer, das zweispurig zu machen. Wir fahren jetzt gleich links weiter. Nimm mal Gas ganz weg. Okay, check mal so die Innenspiegel und den linker Spiegel, dass da kein Moped oder so ist. Und dann blinkst du links. Einfach so nach unten. Genau, Kupplung drücken. Dann nur locker hinterhin bremsen. Blink nochmal. Genau. Zack, fertig. Und dann erste Gang. Gut. Erinnerst du dich noch an diese Pfeilampel-Geschichte-Story? Ja, ja, ja. Wenn du das jetzt aus der Theorie gut behalten hast, dann weißt du, immer wenn du den Pfeil auf der Ampel hast, kannst du einfach durchfahren. Niemand anders auf der Kreuzung hat grün. Dadurch, dass wir jetzt links abbiegen, ist eine ziemlich große Kreuzung, könnte man ja denken, was macht der Fahrradfahrer da hinten, was macht die Oma, was macht der Gegenverkehr? Dann fängt man halt an zu überlegen. Fährt man vorsichtig rein und denkt so, kommen die jetzt oder kommen die nicht? Ja. Wenn du das gespeichert hast mit diesem grünen Pfeil, dann weißt du, deine Richtung ist immer komplett frei. Dann kannst du trotzdem muss man noch erst einmal anhalten. Nö, jetzt kannst du, guck mal, jetzt, nee, das war dieser Blechpfeil. Ja. Das war dieses Blechpfeil-Ding. Ja, das, genau. Das ist ja eine richtige leuchtende Pfeil auf der Ampel. Ach so. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Jetzt kannst du hier einfach locker rum. Genau. Gut. Direkt Kupplung durchdrücken. Und zweite Gang. Gut. Direkt wieder Kupplung durch, Gas weg. Und dritte Gang. Hast du gemerkt, wie viele Leute da an der Ampel standen? Ja. Und dann wird man so unsicher. Denkt so, jetzt, wie, really? Soll ich fahren hier oder was? So. Aber ja, wenn du dann den grünen Pfeil hast, kannst du immer durchziehen. Okay. Jetzt kommt hier die große Baustelle. Ja, sehr gut. Für 30 immer zweiter Gang. Also wieder Kupplung drücken und langsam lösen. Das war die Motorbremse, gemerkt? Ja. Je schneller du loslässt, je krasser ist diese Motorbremse. Also du hast jetzt relativ zügig die Kupplung weggenommen, dann kommen Motor und Getriebe auch relativ zügig zusammen. Also wenn, das ist so ein Ruckeln. Genau, wenn du das langsam machst, ist das weg, weil das halt langsam so ineinander übergeht. Ja, die 30 waren für die Baustelle. Ich glaube, die Baustelle ist... Es kommt kein 50-Schild. Das ist einfach so gemacht. Baustelle 30, jetzt keine Baustelle mehr. Dann musst du alleine erkennen, okay, Baustelle ist vorbei. Sehr gut. Dann ist wieder 50. Ja. Du musst einfach ein bisschen drauf drücken. Cool. Jetzt war es auch ein bisschen mit der Motorbremse, wenn man die Kupplung langsam ankommen lässt. Genau, hast du gemerkt, ne? Das, da war jetzt der Übergang so Cappuccino. Gut, gut. Wir ein bisschen am Gas bleiben, weil es halt auch bergauf geht. Boah, beste Pizza, ey. Echt? Wollte ich nie essen. Ja, unglaublich. Also, erinnere mich nicht, dass ich in Italien mal eine Pizza gegessen habe, aber so stelle ich es mir vor. Echt? Wirklich überragend. Also, warst du mal... Ich war in Werner? Hm? Ja, wir waren in Werner, genau. Warst du schon mal eine Rosteria? Ja. Die sind ja auch schon ganz geil, ne? Ja, aber das stimmt. Aber das ist überragend. Guck mal, 70 dürfen wir. Machen wir so, wie dir lieb ist. Wenn du sagst, nee, 60, weil Kurven und eng. Ja, ich mache jetzt noch die Kurve. Genau. Aber wenn du sagst, ach, ist mir egal, oder hier fühle ich mich wohl, dann drückst du halt ein bisschen drauf. Check den hinter dir, ne? Aber er bleibt auch ganz chillig. Ja. Gas kurz ein bisschen zurücknehmen. Alles gut. Das hier, ne? Wenn hier Fußgänger stehen, ist das kein Zebrastreifen. Ja. Viele Fahrschüler kriegen dann immer so ein bisschen Schiss, wenn die sehen, dass da die Schüler draufstehen und die wollen, also dass da Leute draufstehen und wollen dann da so rübergehen. Das ist so ganz dünnes Eis, weil du musst die Leute beobachten, aber du darfst nicht für die Leute stehen bleiben, weil das nur so eine Überquerungshilfe ist.
Das soll den Leuten. Nur so eine Überquerungsinsel. Genau, das soll den Leuten das einfach leichter machen, damit die nicht in eins hier durchrennen müssen. Ja. Sondern die können sich von einem, zack, kurz retten und dann wieder auf die andere Seite weiter. Denn wenn du stehen bleibst, rechnet der hinter dir eventuell nicht damit und hämmert drauf. Ja. Aber du musst gleichzeitig auch erkennen, was das für Fußgänger sind. Wenn du von vornherein merkst, okay, die sind nicht ganz dicht, die laufen einfach durch. Irgendwelche Kinder, die keine Ahnung haben. Dann darfst du sie nicht umfahren. Ja. Also das ist so die Waage, die man immer dazwischen hat. Check. Und direkt wieder Kupplung durch. Rollen lassen und wieder nach oben. Gut. Wenn du die Kupplung nicht ganz bis zum Boden durchgedrückt hast, dann sind diese, trennt die Kupplung nicht richtig. Ja. Und du kannst nicht richtig schalten. Das ist dir vielleicht schon mal aufgefallen, wenn du versuchst, ein bisschen früher schon zu schalten, geht das nicht. Ja, ja, alles gut, die Ampel ist aus. Gas kurz wegnehmen für diesen Tick, zack, das hier ist wieder so eine Überquerungshilfe. Ja. Zack, und rüber. Ein bisschen links bleiben. Guck mal, Kupplung drücken und ein bisschen bremsen. So auf 30 ungefähr. Das reicht dann. Und zweiter Gang. Alle Füße langsam lösen, links beobachten und einfach rollen. Wir rollen geradeaus wieder raus. Blinker. Und wenn du sagst, passt, drückst du wieder aufs Gas. Aber auch immer nur so viel, dass du das kontrollieren kannst. Ja. Ja, hier ist 50, aber weiß ich nicht, so nach der Kurve und so. Ist hier sind wieder diese Überquerungsdinger. Also, die haben halt hier wenig Ampeln gemacht, einfach nur damit die Leute hier zack, zack. So, okay. Wohl auch weniger los hier in Stockholm. Das stimmt. Außer ein Kraftwerk, das gibt es überall. Voll drei so Atomtüren. Wie viele Restaurants gibt es denn? Ich frage mich, wie die sich halten. Wahrscheinlich jetzt im Baumarkt hier die meisten. Ja, wahrscheinlich. Was ist das? Keine Ahnung. Vegan, laktosefrei rausgekommen. Oh Gott. Jetzt läuft's. Ja, Impression ist schon heftig, ne? Ja. So. Strom gibt es auf jeden Fall. Ein Kreisverkehr haben wir noch. Dann fahren wir, ich weiß gar nicht, was da drauf steht, ob da Hamm steht oder. Wir fahren nach Bergkam runter. Okay. Also die erste wieder. Gut. Langsam lösen. Oder du bremst vorher, genau. Gut. Mach mal nix, weil die beiden noch kommen. Roll einfach so langsam. Ja, jetzt Kupplung drücken, Kupplung drücken, Kupplung. Genau, und jetzt brauchst du den ersten Gang. Gut. Und dann fahren wir nur, wenn du sicher bist. Dann lass dir Zeit. Hier wieder raus, genau. Direkt Kupplung durchdrücken, Gas weg, locker wieder Gas. Und dritte Gang wieder Kupplung durch, Gas weg. Korrekt. Links ist das Ortsausgangsschild, ja. Aber rechts die 50, weil die nicht wollen, dass du mit 100 hier durchschießt. Ne? Ja. Ein bisschen links bleiben. Genau. Und dein Fuß. Yep. Wenn man vorher schon längere Zeit ein bisschen schneller gefahren ist, fallen dann die 50 so langsam. Komm schon. 60 geht auch. Ja. Ja, wäre hier kein Problem. Ich habe das Gefühl, man fährt jetzt mit Schrittgeschwindigkeit. Motor und Helena, erste Fahrstunde. Meine Freundin wurde auch zwei Tage nachdem sie den Führerschein bekommen hat, wird sie geblitzt. Sauber. Das ist richtig gut. Mit 18 zu viel. 18, boah, das ist knapp. Bei 21, das ist wirklich knapp. 21 ist Game Over. Ja. 18 ist so. Einmal, noch Glück gehabt. Einmal Puls hoch und dann. Ja. Ich mach's nie wieder. Ja, ja, klar. Genau. Aber die Leitplanke haben die ein bisschen gestrichen wie bei Grand Prix von Monte Carlo. Mhm. Aber ich glaube, haben es ja ein, zwei Leute sich schon mal überschätzt hier. Ja, wahrscheinlich schon. Ein bisschen links. Ja, bergauf 50, bergab 50. Ja. Kannst dir natürlich vorstellen, da unten stehen die Sheriffs ganz gerne. Mhm. Weil das einfach so krass verleitet. Ne? Das ist so ein langes Stück, so gerade. Ein langes Stück geradeaus, ja. Ja. Und dann ist jetzt auch mal die Ampel grün. Man denkt so, oh, komm schon. Wir fahren gleich durchziehen. An. Ja, ist so. Wir fahren an der Ampel, gleich übrigens rechts. Oh. Warte, keine Kupplung. Check erstmal kurz in den Spiegel, dass hier rechts kein Motorrad oder so ist. Und dann blink rechts. Gut. Und jetzt kannst du in Ruhe Kupplung drücken. Ein bisschen rollen lassen. Genau. Und dann bremst du dich einfach langsam runter.
du, Rob, jetzt. Genau. Da auf der Ampel hast du neben der normalen Ampel wieder so eine Pfeilampel. Also so eine Zweiphasenampel einfach. Ja. Und da drauf gibt es, glaube ich, gleich einen grünen Pfeil. Wenn du den Pfeil hast. Okay. Wieder, ohne zu gucken. Okay. Den darfst du aber nie vergessen mit diesem Blechschild. Ja, dieses Blechschild, da muss man immer erst gucken, dass alles frei ist. Und stehen bleiben und so und alles absichern, genau. Aber bei diesem Pfeil jetzt kannst du einfach locker fahren. Deine Richtung ist komplett freigegeben. Genau. Direkt Kupplung durch, Gas weg. Zweite Gang durch. Genau, und dann bleibst du dran. Und direkt dann wieder Kupplung durch, Gas weg. Genau. Hast du gesehen, wie schnell wir dürfen? Mhm, 70. Cool. Genau. Und kommt nur wieder los und Gas. Guck mal, jetzt hast du sehr früh in den vierten Gang geschaltet. Bei 50. Ist nicht schlimm. Nur, dass du merkst, der ist jetzt so ein bisschen so wie, als hättest du auf dem Fahrrad zu früh hochgeschaltet. Ja. Dann denkt man so, oh, ja. Und irgendwann geht's, ne? Ja, das stimmt. So ist beim Motor genauso. Okay. Also nicht, weil der zu wenig PS hat, sondern einfach, weil das Verhältnis dann nicht passt. Weil da geht nichts kaputt. Das ist auch völlig egal. In der Prüfung ist das auch egal. Okay. Nur, dass du weißt, woran das liegt und was da passiert. Ja. Und den Fuß kannst du wieder... Genau. Jetzt haben die das hier gemacht, wegen dieser Kraftwerkausfahrt. Mhm. Weil, damit du halt nicht mit 100 hier durchballerst und die Leute, wenn die hier Feierabend haben, die würden gar nicht so schnell starten können. Deswegen gelten diese 70 auch bis hierhin. Und dann bist du diesen Stand, was das auflöst. Genau. Und so hat man das auf Landstraßen, einfach wegen diesen Einmündungen, damit die Leute da halbwegs lebend wieder rauskommen. Überhaupt rauskommen. Überhaupt rauskommen.